Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kopfgeldjäger. Wir waren stehen geblieben bei der Coruscant-Mission und da geht's jetzt endlich rein. Ich kann nicht glauben, dass du immer noch mit diesem Schrotthaufen fliegst, Django. Warum kaufst du dir nicht endlich ein neues Schiff? Vergiss es. Es gehörte Jester Mareel. Ich weiß. Der mandalorianische Soldat, der dich ausgebildet hat. Hängst du deshalb so an diesem Schiff? An diesen Erinnerungen? Weil du selbst gerne einen Schüler hättest. Hey, Ross, du redest wie ein Psychodroide. Was weißt du über diesen Destik-Dealer? Du denkst immer nur an die Arbeit. Jarvis Gloom. Die Polizei von Coruscant will ihn lebend. Soweit ich weiß, arbeitet er im Vergnügungssektor. Meinst du, der Kerl weiß etwas über die Bandogora? Tja, genau das werde ich ihn fragen. Oh, geil, guck dir mal Coruscant an. Oder Coruscant, wie es genannt wird hier. Von Kennern anscheinend. Oder so? Gloom hat ein Lagerhaus, aber pass auf, seine Leibwächter sind ziemlich üble Gestalten. Einige der Kerle werden sogar gesucht, tot oder lebend. Aber wir müssen mal gucken, wie das ist, wenn man einen Tod abgibt. Besonders wie tot kann denn der sein? Oh, kann ich da wieder rein? Ah. Das ist ganz cool, ne? Übrigens, es werden wahrscheinlich manche von euch schon gemerkt haben, so, hä, was? Wir spielen Django Fett und was ist denn das für ein Schiff? Was ist denn da los? Oh, guck mal, wie geil! Junge, dieses Geil. Ich liebe Coruscant. Ich liebe die Demokratie. Aber ich liebe es noch viel mehr, dass ich der oberste Kanzler werden werde. Oh, guck mal da, diese coole Leuchtreklame. Ach, man holt mich einfach mit so einem Kram immer ab. Nee, aber das Schiff, ne? Das wird tatsächlich auch noch ein bisschen story-relevant, ne? Vielleicht. Vielleicht, aber nur vielleicht wird es auch eine Szene geben, wo sich Django Fett. Oh mein Gott, mit dieser wunderschönen Dame hier trifft. Sicher ist einer von ihnen auf der Suche nach ein paar Destiks. Er könnte dich zu Gloom führen, wenn du ihn nicht vertreibst. Die läuft ja nicht mal weg von mir. Gesucht! Binka Fibuna. Tod 0 Credits? Och Mann. Ist aus dem Palast von Nalhutta ausgeboren. Alles klar! Die wollten nicht mehr tanzen für den guten alten Jabba. Dann nehmen wir die mal wieder mit, ne? Bring ich ihm doch mal seine Lieblingstänzerin wieder oder so. So, wir sollten nicht so viel Aufmerksamkeit erregen anscheinend. Deswegen fliegen wir erstmal ein bisschen durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung. Ja, wer bist du denn? Die sehen alle aus wie so richtige coole Typen. Absolut cool. Mann, sind die cool. Das sind die allercoolsten. Naja. Nee, aber wie wir die Slave One kriegen, ne? Man wird es vielleicht erahnt haben, wo ich hinauf draus wollte. Es könnte sein, dass das noch... Dass das noch eine kleine Rolle spielen wird, ne? Und ich wundere, ich gehe mal so ein bisschen durch die Gegend und scanne mal so ein bisschen. Aber, ach, come on, ganz ehrlich. Mann, gib mir doch ein neues Spiel. Die haben hier schon echt viel rausgeholt, muss man ja auch sagen. Aber gib mir doch, please. Mit der heutigen Optik, Mann. Hier ist in der neuen Sommermode anscheinend unterwegs. Ist anscheinend nicht so warm. Nee, nicht so kalt. Was sieht das geil aus. Und hier so ein Biff, der ist doch gesucht. Ein gesuchter Mann, tatsächlich. Und der ist sogar auch tot was wert. Arbeitsloser Musiker, der seine Schulden nicht bezahlt hat. Das ist natürlich hart. Weißt du, der ist schon am Ende der Existenz. Es tut mir leid. So, können wir die so abgeben? Ja. Er hat ein paar Gebrauchsspuren, aber man kann ihn abgeben. Die Arme, ey. Sag mal, ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht, muss ich zugeben. Aber nur so ein bisschen. Guckst du so, hä? Was ist das? Ein fliegender Mann. Es ist Django Fett. Der coolste aller Kopfgeldjäger. Obwohl, das wäre bei mir nicht mal der Fall, ne? Also der allercoolste bleibt natürlich Boba Schmoba. Und hier ist sein Kumpel. Aber auf den ist kein Kopfgeld. Der Barkeeper? Immer eine gefährliche Situation, so einzuhaben. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Kann ich mit dir quatschen? Mein Visier beschlägt. Haben Sie vielleicht Putzmittel? Ja, ist anscheinend übrigens irgendein Bug, ne? Es haben mehrere geschrieben, dass sie das Spiel sich auch geholt haben und dass sie den Fehler wohl auch haben, dass das Visier so ein Ding ist, ne? Dann ist Django ein bisschen am Kämpfen. Und das Visier mal wieder beschlägt. Ich glaube fast, ich muss hier hinten lang, kann das sein? Aber den Sprung schaffe ich, glaube ich, nicht. Wie kann ich mich denn jetzt schon verlaufen haben? Da schießt einer. Sag mal, ich habe den Weg anscheinend gefunden. Der hat mir gezeigt. Hier geht's rein. Warum ballert mich denn jetzt einer ab? Oh, cool. Ja, es gibt wohl ein paar Bugs. Es gab wohl was auf der PlayStation auch, dass man manche Dialoge wohl nicht so richtig hat, was natürlich schade ist. Hoffentlich wird das gefixt, ne?
Aber was natürlich auch geschrieben wurde, und das habe ich komplett verdrängt, ich habe es einfach vergessen, Leute. Die Steuerung, ne? Also für die Leute, die sich jetzt interessieren, so, kaufe ich mir das Game oder nicht? Ich würde immer noch sagen, ich würde es empfehlen. Und für Leute, die das Spiel mal früher gespielt haben, die Steuerung, ne? Die ist in manchen Belängen so krass viel besser. Ich hatte das komplett verdrängt. Oh, Muskeln jeden Dampf unterwegs, auch hier. Okay, kein Kopfgeld. Ja, denn früher war es so, man musste leider bei jedem Blasterschuss, musste man einzeln triggern. Man musste immer wieder einzeln die Taste ballern. Und das war so anstrengend, besonders später wird das Spiel leider ein bisschen... Wie soll ich denn das sagen? Also später gibt es dann Gegner, die wirklich sehr viel aushalten. Und da ist dann irgendwann so ein bisschen anstrengend. Es ist tatsächlich an... Da ist er. Das ist der Typ, den ich brauche. Bitte, tu mir nicht weh. Ja, ich will da auch nur durch. Ich tu dir noch nicht weh. Alles ist gut. Ich bin zärtlich, wenn du fragst. Was wollte ich denn sagen? Ja, jetzt mittlerweile, man muss nur noch die Taste gedrückt halten. Also die haben ja auch ordentlich was an der Steuerung, Kamera und so weiter irgendwie verändert. Und daher... Ich wollte den nicht töten! Ich glaube, das ist mir beim letzten Mal auch passiert. Scheiße. Kollege. Warte mal, war das jetzt mein Informant? Ich bin gerade richtig verwirrt. Egal, ich laufe den richtigen Weg. Wer war denn das? Ja, habt auch Angst, komm. Ein Kopfgeldjäger! Das hättest du mal nicht machen sollen, mein Freund. Von daher, ne, wenn ihr euch überlegt, so von wegen, hab damals mal das Spiel gespielt, habt da irgendwie im Kopf, das hat eine ganz grausige Steuerung, die wurde tatsächlich verbessert. Also Remaster-mäßig, klar, ne, man kann jetzt immer wieder sagen, ey, warum macht man da nicht gleich ein richtig dickes Remake raus und verbessert alles? Ne, ist auch klar, kann man natürlich verlangen. Aber für so ein kleines Remaster, für ein 20, wenn man das noch nie gespielt hat, ich sage, da kann man nicht so viel falsch machen. Würde ich jetzt behaupten. Ne? Das ist natürlich jedem selbst überlassen, wenn man sagt, man will das Geld ausgeben. Aber ich finde, das ist eigentlich ganz ordentlich. Klar ist da mal Luft nach oben, ne? Aber es sind auch nur 20 Euro. Ich glaube, da sollte man sich nicht beschweren können. Aus der Bahn, Unterwäldler! Sag mal, warum markiere ich denn die jetzt automatisch? Ich verstehe das gerade nicht. Muss ich den jetzt... Ich werde den jetzt ver... Ja, ich mache anscheinend ein paar Kunststücke. Warum auch immer, wenn man jemanden anvisiert hat, dann so ein bisschen anders ist irgendwie mit dem Jetpack. Ich schnapp mir den jetzt trotzdem. Ich werde ihn schnappen. Das ist der Django. Denk dran, wenn du diesen Versager erledigst, erfährst du nie, für wen er arbeitet. Ne? Ich beende mal den Satz, weil ich einfach so schnell unterwegs war, dass wir anscheinend in die nächste Ladezone gegangen sind. I'm sorry, war nicht meine Absicht. Ich wusste jetzt auch nicht, dass das hier passieren wird. Jetzt haben wir das Nightlife gar nicht mal so sehr genießen können. Aber warum waren denn da manche auf einmal markiert? Hey, guck mal, man kann es auch öffnen. Aber Django Fett, seinerseits Kopfgeldjäger, Auftragsmörder, Polizist, Detective und vieles mehr. Manchmal auch Sexiest Mandalorian Alive. Ist es gar nicht, ne, der braucht gar nicht die Türen öffnen. Der kann die auch einfach aufschneiden. Das ist halt die coole Art und Weise. Ich habe den Eindruck, der eine, der war gar nicht mal böse. Den habe ich einfach so erschossen. Moral ist was für Charakterschwache. Eigentlich ist es überhaupt nicht meine Meinung, ne? Bitte nimm das niemals aus dem Kontext. Das finde ich eigentlich total überhaupt nicht so. Bitte lieber moralisch sein, anstatt arschig. Es hat eben so gut geklappt, aber ich glaube, das muss ich hier gar nicht machen. Kann das sein? Warum hat denn der so einen dicken Rucksack? Bleiben Sie stehen! Ich habe Sie im Auge! Ja, ich glaube, den kann man noch nicht fangen. Kann das sein? Und wieder einmal machte Django Fett die Türen auf die coole Art und Weise auf. Also stell dir mal vor, dich kommt ein Kumpel besuchen und schneidet einfach mal so deine Tür auf, ne? Du kannst einfach mal so ein bisschen reinflexen. Da gibt es dieses geile FBI Open-Up-Meme, wo dann alle so reinstürmen. Genau so ist Django Fett auch, ne? Der ist, oh mein Gott, nicht auf ihn, nicht auf ihn. Der seilt sich dann mal von oben ab und so. Wollen wir machen. So, und ich habe im Augenwinkel was gesehen, was mir ein wenig ablenkt. Jetzt dürfen die Leute dreimal raten. Nee, Spaß, ich habe das da gesehen. Da will ich nachher nochmal vorbeigucken, ne? Wurde übrigens bei Outlaws auch geschrieben, von wegen gibt's da. Fand ich ganz witzig, ne? Weil jetzt, für die Leute, die das jetzt so krass im Nachhinein gucken. Momentan ist so ein bisschen hier so Promotion-Phase, wie soll man das denn nennen? Auf jeden Fall so bald Release-Phase von Star Wars Outlaws. Da wurde auch erstmal direkt nachgefragt, von wegen, ja, gibt's da denn so geile Nachtclubs? Kann man da in die Twi'lek-Tanzbars? Ich glaube nein, ne? Also, für die Leute, die sich dafür interessieren, ich glaube, das geht hier nicht. Und das geht tatsächlich auch
geht tatsächlich auch da nicht. Ja, ich versuch doch hier die Sachen irgendwie immer friedlich und freundlich zu lösen. Ich werde ja selber attackiert, Ross. Ich hab ja auch gar kein Problem damit. Ich habe genug Leute umgelegt. Aus der Bahn. Massenmörder. Die nutzen halt auch einfach hier die Zivilisten aus, weil die einfach sich nicht bewegen. Und übrigens für die Leute, die Twi'lek-Erfahrung haben wollen, da kann ich immer nur Koto empfehlen. Da gibt's so Szenen. Was ist das denn? Ich dachte, das wäre der Weg. Jetzt habe ich irgendwie so einen geilen Effekt. Ich bin ja auf der Suche nach so einem Death-Stick-Händler. Ne? Also, ist jetzt ein bisschen fraglich, was habe ich hier gerade genommen? Die Wirkung hat schon nachgelassen. Du bist im Casino über dem Nachtclub. Willst du einen Drink? Ich suche jemanden. Dann bist du hier richtig. Einen Death-Stick-Dealer. Er ist eben zur Tür rein. Hier kommen viele Leute rein, Kumpel. Hör zu, Kumpel. Noch kannst du deinen Club retten. Bitte, nicht schießen. Ich bin nur der Barkeeper. Ich will keinen Ärger. Ich betreibe hier nur einen völlig legalen Club. Sicher, also wo ist er? Er ist rauf ins Casino. Hol den Aufzug runter. Okay, okay, kein Problem. Ganz ruhig. Geil. Oh Mann, ey, hier müsste man so interagieren können. Guck mal, hier kann man noch so ein bisschen... Was ist das? Ist das ein Getränke? Getränkeding oder ist es irgendwas zum Rauchen? Oder ist es irgendwie... Was ist das? Entschuldigen Sie, Sir, ich kenne mich beim Nachtleben nicht so aus. Alter, wer ist der denn? Er ist einfach Future-Rapper. Aber hat kein Kopfgeld. Wir haben schon interessante Outfits. Irgendwo in Episode 2 läuft, glaube ich, auch eine in diesem Outfit rum, oder? Das ist zumindest im Kopf. Guck mal, der. Kip-Bunny. Verdächtig, ist sehr gewalttätig und rebellisch. Er wird von The Kip, er wird auch The Kip genannt. Wird gesucht von Aruk, der Hutte. Aruk hat gesagt, du bist gesucht. Ein gesuchter Mann im Raumanzug. Ey, ich hab doch nur... Hallo, ich wollte nur meinem ganz normalen Business nachgehen. In der Bar wird nicht geschossen. In der Bar wird nur geboxt, ja? Ich mach hier gar nichts. Ich bin der liebe und nette... Denk dran, dass du ein Leben brauchst, Django. Ja, ich hab doch immer meine Kopfgelder irgendwie lebend abgegeben. Alles ist cool. Wie viele Kopfgelder gibt's hier wohl? Ich muss mal gleich ein bisschen gucken. Warte mal. 15. Wir haben sogar 5 gefunden. Also ich wollte gerade sagen, diesmal sind wir eigentlich ganz gut dabei. Aber wenn das 15 Stück sind... Hallo, mein Freund. Wen arbeitest du? Was? Aus mir kriegst du nichts raus. Mit Strolchen wie dir verschwende ich keine Zeit. Ich will wissen, für wen du arbeitest. Spuck's aus oder du bist tot. Okay, okay. Ich arbeite für Groff Hawk. Er hat eine Nerf-Fabrik im Industriesektor. Mein Speeder, er bringt dich direkt zu ihm. Ziemlich kalt hier. Stimmt. Trotzdem, man gewöhnt sich dran. Was sollen wir hier eigentlich bewachen? Hat der Boss Angst, dass ihm jemand seine tiefgekühlten Nerfs klaut? Wir bewachen nicht die Nerfs. Vollidiot. Reg dich doch nicht gleich auf. Mir sagt ja keiner was. Was machen wir überhaupt? Death Sticks. Death Sticks? Psst. Nicht so laut. Wow, ich hatte keine Ahnung. Death Sticks. Oh, furchtbar. Was, hast du immer noch einen Analyse-Droiden auf der Station? Er ist zwar alt, aber er hat die aktuellen Schmugglerdateien der Republik gespeichert. Warum? Ich denke, das sind keine normalen Death Sticks. Ich schicke dir eine Probe. Melde dich, wenn du was Ungewöhnliches rausfindest. Hm, seltsam. Das ist doch Glooms Speeder. Aber ich sehe ihn nicht. Er ist leer. Wer ist Gloom? Er ist einer unserer Kunden. Oh, klar. Ein Kunde. Ich verstehe. Hm, ich sage lieber dem Boss Bescheid. Warte hier. Halt die Augen offen. Ich glaube, den lassen wir lieber nicht mehr dem Boss Bescheid geben, hm? So, Kollegen, hallo. Ich bin der neue Lieferant. Du entkommst mir nicht, du auch nicht und du erst recht nicht. Probleme gelöst, Boss weiß nicht Bescheid, ne? Perfekt. Ja, natürlich cool, wenn man das irgendwie so gestealth machen könnte. Guck mal, die haben hier so richtig geile Sachen, Mann. Was ist das? Carth-Hunde? Nee. Coruscant-Schweinchen? Ballonsa! Saun. Ich bin... bin tot. Also das war jetzt schon hart. Der hat mich auch mit einem Schuss überlistet. Guck mal, der macht den Bullaugentrick. Kann man mal machen. Da können wir sprengen das auch mal hoch. Also die Explosivfässer sind bis jetzt mein Nemesis, ne? Zweimal gestorben. Wieder umkippt, geil.
Ja, die Death Sticks, die nehmen wir einfach mal mit, würde ich sagen. Ne? Kann man ein nettes Nebengeschäft machen. Aber da hat Django natürlich dann Moralbisse, ne? Weißt du, der läuft hier durch Coruscant, tötet gefühlt irgendwie die Hälfte der Bevölkerung. Aber wenn dann irgendwie so ein paar Drogen im Spiel sind, dann sagt er sich so, hey, das ist ja aber nicht so die feine englische Art. Naja. Das ist natürlich auch richtig so, ne? Keine Drogen nehmen, keine macht den Drogen. Und ich hatte mir auch mal durchgelesen, ich glaube sogar, das habe ich beim letzten Mal, als wir das gespielt haben, sogar auch gesagt. Weil da habe ich mir mal durchgelesen, was diese Death Sticks so machen, und die kommen ja auch in Episode 2 vor. Da gibt es ja diesen Typen, der das Obi-Wan so in der Bar anbietet, sage ich mal. Und in irgendeiner Form, wenn man das so als Jedi nimmt, dann macht das wohl so ein bisschen, er kappt das quasi so die Verbindung zur Macht, sage ich mal, ne? Dass man dann so ein bisschen die Machtsensitivität verliert. Zumindest für eine Zeit, ne? Also jetzt nicht für immer. Aber das ist wohl der Funny-Funny-Fun-Fact für diese Woche. Liebe Kinder. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich gehe mal davon aus, noch höher, ne? Ich habe da bestimmt was verpasst. So wie ich Level Design studiert habe, ist das hier. Das ist auch richtig. Siehst du mal, hätte man auch drauf kommen können. Da ist auch eine Leiter. Mein Gott, da ist ein Explosivfass. Bloß weg vom Fass. Immer weg vom Fass. Das kann doch gar nicht sein. Denn Fässer sind nie gut. Es sei denn, da drin ist Wein. Boah, das ist ja richtig gut. Das war auch gar nicht meine Meinung, aber ich nehme das jetzt einfach mal so hin, weil der Reim so gut gepasst hat, ne? Die machen wir lieber wirklich mal kaputt. Der Bestienhüter. Aha! Jimmy Bukup! Coruscant, dieser Mistkerl hat mich bei einer Partie Sabak betrogen von Anonym. Super geil, okay. Was zum? Ja, hättest du mal nicht betrogen. 2500. Sag mal, wie persönlich hat er das denn genommen mit dieser Sabak-Partie? Dass der da 2,5 für bezahlt, wenn man den einbuchtet. Das ist schon hart. Was suchst du hier? Ich suche nach Drogen, Sir. Nach Death Sticks. Ich wollte schon sagen, das muss hier aufgehen, ne? Ich habe eben zwar gedrückt gehabt, aber da wollte er noch nicht so, wie ich wollte. Sehr gut. Ich bin heute ein bisschen am Quatsch erzählen, also nicht wundern, warum weiß ich nicht genau. Vielleicht geht's mir einfach zu gut. Vielleicht geht's mir aber auch einfach... Vielleicht ist es auch einfach so ein Tag, ne? Vielleicht ist einfach mal so ein Tag, wo man ein bisschen Quatsch erzählt, aber das ist ja auch manchmal... Manchmal ist das ja nicht schlimm. Man darf das nur alles nicht so ernst nehmen. Keine Bewegung, ja, komm. Das ist cool gemacht. Ah, das ist cool gemacht. Das Level-Design macht jetzt nicht irgendwie großartig irgendwas ultra krass neu, ne? Und wie gesagt, ist auch teilweise ein bisschen altbacken mit so... sowas wie Checkpoints oder... Ah, okay, ich wollte gerade sagen. Oder sowas. Och nein, ich erinnere mich. Oh, hier bin ich oft gestorben. Ach, du Scheiße. Ja, ich muss irgendwie nach ganz unten da zu diesen Röhren, glaube ich. Wir werden jetzt versuchen... erstmal hier drauf zu landen, das ist gut. Ja, solche Passagen sind es dann immer nicht, ne? Ich weiß nicht. Wir wechseln mal den Zug. Hauptsache, wir kommen irgendwie so ein Stückchen runter. Ja, da unten ist der Checkpoint. Brauche ich jetzt eine, die in die andere Richtung fährt. Aber die gibt's nicht. Na gut, dann versuchen wir unser Bestes, hier mal irgendwo drauf zu landen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Scheiße. Ich bin mir sicher, wenn man zu tief fällt, dann kommt irgendwann die Animation, dann geht man drauf. Fuck, okay. Wir sind schon recht weit unten. Der ist auch gut, der kommt wie gerufen. Der kommt wie gerufen. Ach, oh mein Gott, die bleiben da drin stecken. Das heißt, ich kann einfach draufbleiben. Das ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Oh, what the fuck? Das heißt, ich kann jetzt easy hier... Warte mal, auf den da. Ja, komm, ein bisschen auf die Gelenke geht's, aber es klappt doch alles. So, dann können wir ja einfach runterdroppen. Droppen, bitte. Danke. Nochmal runterdroppen. Danke. Wir sind schon fast da. Jetzt sollten wir es haben eigentlich, wenn ich es jetzt nicht hart verkack. Wer bist du? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Django, du hattest recht. Normale Death Sticks werden aus der Xetor-Pflanze gewonnen. Oh, aber dieser hier enthält ein starkes Neurotoxin. Ich habe keine Ahnung, woher es stammt. Mhm. Okay, der war übermotiviert. Oh, ich habe auf einmal eine neue... Oh, what the fuck? Ja, geil, jetzt geht's ja richtig los. Wir haben den dicken Blaster. Ich habe ihn noch nicht unter Kontrolle, aber so langsam. Ja, und hier auch. Man kann einfach gedrückt halten. Das ist wunderbar. Wir haben übrigens noch beschränkten Schuss. Man sieht es. 30 Schuss habe ich jetzt noch, aber wir rattern damit all die Gegner einfach weg. Das ist halt wunderbar.
Ah, jetzt haben wir hier nochmal so ein Mandalorian-Zeichen. Wahrscheinlich ist das sowas wie super Schuss. Ja, ich schieße auch viel schneller, ne? Es wird irgend so ein temporäres Power-Up sein. Ja doch, man hat viel schneller geschossen gerade. Nein, ah, ich will da nicht rein. Nicht in die Pampe. Es sind schon wieder so viele Handlanger hier, ne? Was hat er denn vor? Er wandert einfach um mehr rum. Der Plumpsack geht rum. Stehen bleiben. Was für eine Alien-Spezies ist das eigentlich? Ne? Wenn ihr es wisst, gerne mal schreiben. Ich bin nämlich daran immer interessiert. Und ich glaube, die kenne ich nicht. Weißt du, hier hast du so Trandoshana. Iturianer hatten wir, Gran hatten wir. Aber die mit dem langen Kopf, die Spitzkopf-Larry-Leute, die kenne ich nicht. Ja, jetzt ist doch auch mal gut, ne? Man muss jetzt auch nicht einem nur die Ohren vollschreien, wenn man stirbt. Die kommen aber auch mit so einem Schraubenzieher oder sowas. Ich weiß nicht. Wir können natürlich auch mal wieder hier den hier auspacken. Ich meine, warum auch nicht, ne? Der ist übrigens super effektiv, wurde mir auch schon geschrieben. Ich weiß, danke sehr. Aber der one-shottet quasi jeden Gegner. Später auch richtig, richtig wichtig, weil es gibt Gegner, die halten ja so dermaßen krank viel aus, ne? Ich bin kein Psychopath, bitte glaubt mir. Ich finde das nur irgendwie so übertrieben. Boah, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? In der Carbonit-Gefrierkammer? Cool. Kommt hier. Ich habe die Erinnerung, dass jetzt hier eine Art Bosskampf kommt. Ist das so? Mein Visier schlägt. Schlägt auch euer Visier? Es ist immer noch irgendein Codewort. Nee, aber ein cooler Bug, dass das so drin ist. Kommt jetzt wirklich schon ein Bosskampf? Ja. Du bist spät dran, Fett. Mantras. Lange nicht gesehen, Django. Nicht lange genug. Bist du hier, um diesen Kerl zu verhören? Tja, ich fürchte, er hat nicht mehr viel zu sagen. Ziemlich verstockt, der Bursche. Wir arbeiten wieder mal an derselben Sache. Und ich bin dir wie immer einen Schritt voraus. Okay. Kollege, was ist los mit dir? Hast du irgendwie den Schurkenkurs belegt oder was? Hast du dich jetzt hier so positioniert mit diesem Licht? Dass du da irgendwie dein Gesicht so komisch beleuchtet hast, diese Lache dazu. Nicht übel, Fett. Nicht übel, Fett. Du okay. Bist gut in Form. Okay. Nicht übel, Fett. Du bist gut in Form. Ja. Nicht übel. Fett. Machen wir jetzt hier einen Kampf oder? Du irritierst mich. Hör auf, das zu sagen. Ich weiß. Nicht übel. Das ist mir unangenehm. Das hat wehgetan. Du bist gut. Wieso lobt er mich denn nur? Ich kämpfe wirklich gerne gegen dich, Django. Aber ich habe jetzt keine Zeit für Spielchen. Ich habe zu tun. Wie der auch ganz hinten im Hintergrund irgendwo random rumsteht, okay? Django, hast du Hawk gefunden? Ja, das habe ich. Er ist tot. Mantras. Ich wusste es. Jemand muss Hawk bei dieser Operation geholfen haben. Vielleicht ein Politiker. Bei all den korrupten Senatoren heutzutage würde mich das nicht wundern. Warte, wen haben wir denn da? Hawk, wo sind Sie? Was ist los? Ist der Kopfgeldjäger auch hinter mir her? Hawk, das ist nicht akzeptabel. Ich steige aus. Hören Sie, ich steige aus. Sieh an, Senator Trell. Ich wusste, dass der Kerl korrupt ist. Wo ist dieser Senator? In einem eleganten Apartmentturm in der Oberstadt. Ich bin schon unterwegs. Oh yes. Das heißt, es geht weiter in den Tiefen von Coruscant oder eher in den Höhen dann, ne? Gut, aber das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Von daher, vielen lieben Dank natürlich fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.